Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Klonanlage? Muss sehr uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Bist du eigentlich noch da? Ja. Ah, weil du so still bist. Ja, weil ich gerade etwas überwältigt bin von dem, was die... Das ist totaler Mindfuck hier. Ja, ist es auch. Seit wir Gold mit der Spritze gestochen haben, ist das hier reiner Mindfuck. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Für was? Scheiße. Wir sind ein Prototyp. Und Cletus wahrscheinlich auch. Nee. Ich würde doch eher sagen... Ich garantiere dir... Wir, Cletus und Argus sind Prototypen und auf Basis von Argus wurden da dann eigentliche Organon geschaffen. Aha, ich hätte sonst eher gedacht, wir sind Prototyp. Mhm. Und die anderen sind alle nur Klone von uns. Cletus ist ein perfekter Klon. Hä? Naja. Ich wollte meinen, woher nimmst du das perfekt jetzt bitte? Im Sinne der Elysianer und so. Ja gut, weil weiter. Er halt sich gepflegt und sowas ausdrückt. Ja, weiter. Argus ist zwar nicht ganz so perfekt, es war vielleicht ein Missgeschick, aber er ist halt loyal. Und aus ihm wiederum wurden die ganzen Soldaten erstellt. Okay, machen wir mal weiter, wir werden es ja wohl noch rausfinden. Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur 3 überlebten. Prototyp A, doch, Prototyp du hast recht. C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Cletus. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod Rufus. Hatten. Es gab diverse Unfälle. Ja, das glaube ich gern. Das Rufus also wir Angst sind quasi Peter? Die ersten 3. Nee. Ja, also wir sind von der Prototyp-Reihe sind wir die einzigen 3 Überlebenden. Ja. Es gab wahrscheinlich noch andere. Hat er ja selbst gesagt, es gab Unfälle. Ja. Also wir sind die letzten überlebenden Prototypen und die Organon-Soldaten sind die eigentlichen Klone. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind hier bei Star Wars. Ja, ich auch. Wir sind auf Kamino, ne? Genau. Ach du Scheiße. Ja, jetzt will ich eigentlich mehr wissen. Also die beiden Fragen interessieren mich gerade nicht. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. So. Okay. Ja, ich bin nicht wie Cletus und Argus. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch.
Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch. Weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Hm? Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Tukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Aha. Ich ahne, was das mit dem Dazulernen und falsch exprimiert bedeuten soll. Naja, dass er halt so ein bekloppter Draufgänger ist, wie er nun mal ist. Genau, er ist ein Draufgänger, er lernt nicht aus seinen Fehlern. Nee. So. Oh Mann. Ja, ich bin nicht wie die Organons. Gut, das ist... Ja, ja. Wird er dir gleich auch erklären. Das kann ich mir auch schon denken, aber trotzdem. Aber eine Frage fehlt mir da. Wer quasi das Modell war dafür. Für alle meinst du, für die Prototypen? Ja, weil wenn wir Prototypen sind, dann sind wir aus irgendwem geklont worden. Ich bin nicht wie die Organons. Vielleicht. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sexappeal. Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Hoffnung. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Jetzt bin ich total aus dem... Warum? Weil die Frage ging eben, glaube ich... los, dass es sich im Moment um einen Klon handelt. Micha. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe schon, was du meinst. Weil wir haben ihn ja auch eben in der Schrottpresse zerquetscht ein paar Mal. Das heißt, eigentlich ist das gar nicht mehr Prototyp R, das ist ein Klon vom Prototyp R. Oh, hör auf, mich zu mindfucken. If you know what I mean. Ja, I know what you mean, aber wir gehen jetzt mal davon aus. Rufus, Argus, Cletus. Ja. Prototypen. Argus-Soldaten, Klone. Der Rest ist jetzt erstmal irrelevant. Ja, aber es geht halt jetzt, die ganzen Fragen, die gehen halt darum. Guck mal, ja, selber. Ja, ich weiß, worum das geht. Klar, mit der Presse und dass man immer wieder vom Himmel gefallen ist. Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Ja, aber du hast schon recht. Es geht darum, dass wir jetzt ja auch nur der x-te Klon von Prototyp R sind. Ja. Weil Prototyp R vom Himmel gefallen ist. So, und genau. Put. Ja, klar, wir sind ja jedes Mal wieder vom Himmel gefallen, wenn wir von der Presse zerstört worden sind. Weil er ja auch gesagt hat, du bist gerade erst wieder auferstanden. Ja, richtig. Deswegen, wenn das macht ja auch alles Sinn. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Na, natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Oh. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Okay, ich finde diese ganze Nummer von den Entwicklern echt geil gemacht. Auf jeden Fall. Ich meine, dass es um Klone geht, das wusste ich ja nur schon. Aber ja, das ist... Aber da ging's, da war die Erklärung, ja, es gibt drei Rufusse, quasi als Steigerung zu den drei Facetten, gibt es jetzt dreimal Rufus, der umherläuft. Okay. Ja, das dachte ich auch.
Da bin ich halt davon ausgegangen, dass er da irgendwo auf eine Klonanlage trifft. Okay, und dann gibt es ihn halt dreimal. Aber dass er selbst schon seit Urzeiten ein Prototyp klont ist. Ja, eben. Die haben das nochmal auf die Spitze getrieben. Nichts von dem, was du da faselst, definitiv deinen Sinn. Ich weiß. Das war vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal. Wenn du Fragen hast, immer her damit. Okay. So, jetzt haben wir jetzt warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz... Wie geht? Ich glaube, wir sollen das wieder reinschieben. Danke. Ja. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Ja. Warum lässt du mich nicht sterben? Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Siehst du? Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Boah, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Hm? Egal, was du getan hast, komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Nicht mehr lange. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Hippodia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na, dann halt mich doch auf. Ich bin einfach mal so. Lass das! Stopp! Nein! Tu es nicht! So, jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Heul doch! Hä? Was? Goal? Ja, das... Goal? Wie zur Hölle? Ich sag ja, nur noch Mindfuck, ne? Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa... klonen. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Aber... Nee, nix aber. Wo kommt sie her? Ja, daher, wo er auch herkommt. Ja, aber wie? Sie... Warte, tu es nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein!
So ein Scheißdreck! Was mache ich denn jetzt? Toll. Ich lauf mal hinterher, ich lauf mal hinterher. Ja, hier ist er ja schon durchgerollt. Und er ist weg. Und war zerkleinert irgendwie. Ja, aber Moment mal, das da oben, ne? Hier. Guck mal hier. War das vorher auch schon grün? Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist er jetzt da rein und wir können ihn klonen. Meinst du? Vielleicht, warum nicht? Er ist doch quasi nur zerkleinert worden. Das ist doch also alles da, was wir brauchen. Wir müssen jetzt bestimmt die Bestandteile besorgen und ihn dann klonen. Ich geh mal hin. Also hier ist nämlich nichts. Aber hier ist ein Rohr. Ich wollte meinen, steig mal durch das Rohr. Nee. Ei. Alles klauen. Geht nicht. Ja, dann müssen wir das Vampirschnabeltier irgendwie... Oh. Jetzt sind sie unten. Aber das eine ist immer noch wach. Ein Vampirschnabeltier. Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Also wir haben Wasser, wir haben Öl und wir haben Bohnen. Und wir haben eine Ölflasche. Ja, vielleicht brauchen wir einfach mehrere Ölquellen, weil das sonst nicht reicht. Aber so ein ganzer Sack Bohnen? Na, mein Kleines, hast du Hunger? Nicht doch. Irgendwas müssen wir machen. Na, mein Kleiner, hast du Hunger? Ich sollte eine Alterskarriere als... Na, mein Kleiner, hast du Hunger? Nee. Ist ja schon gut. Haben wir irgendwas übersehen? Müssen wir noch irgendwas einsammeln? Ich geh erstmal zurück. Ich meine, hier ist die Konsole, die habe ich vorhin schon gesehen, aber ich guck sie mir mal an. Seltsam. Wasser Kohlenhydrate. Eiweiß. Mineralstoffe, Fett. Fett. Und Sextanzen. Die ist erfüllt, weil die ist gelb. Richtig. Gelb sage ich schon, grün. Rufus, das ist der Körperscanner von Rufus. Das heißt, wir müssen... Knopf? Wer ist da jetzt? Organon. Nochmal Knopf? Hermes. Nochmal Knopf? Rufus. Okay, also wir haben die Wahl zwischen Hermes, Rufus oder dem Organon. Was ist das jetzt? Komisch. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die alten aufbrauchen. Hä? Welche alten?